Oh Mann, Leute, ich war gerade auf der Suche nach Pilzen, aber irgendwie habe ich keine gefunden. Oh Mann, schreibt mal in die Kommentare, Leute, geht ihr auch manchmal Pilze sammeln? Oh, weil ich hatte irgendwie heute kein Glück. Vielleicht ist es aber auch noch zu früh für Pilze. Naja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal, vielleicht da drüben gucken. Ich gebe nämlich nicht auf. Ich will heute unbedingt noch neue Pilze sammeln. Und, oh, was macht denn Brixy da vorne? Oh, seit wann badet der denn? Was ein Dussel. Egal, Leute. Oh, ich guck mal da hinten im Wald. Vielleicht... Ach, Mann. Ich will endlich die Kekse rausholen. Mann. Ich komme nicht an meine Kekse ran. Ich glaube... Leute, warte mal. Seht ihr das? Jimmy ist irgendwie klein. Er kommt nicht an seine Kekse. Merkwürdig. Aber warum stellt er sie denn dann auch so weit hoch? Das macht doch gar keinen Sinn, ne? Ich glaube, ich muss mich jetzt richtig strecken. So, jetzt schon viel besser. Oh, yippie. Leute, seht ihr das? Ist hier jemand? Hallo? Oh nein, ich hoffe, er sieht mich nicht, Leute. Ich muss... Hallo. Oh, schnell weg. Oh, das war knapp. Er hat mich fast gesehen, Leute. Aber wartet mal, habt ihr das auch gesehen? Er hat sich einfach groß gemacht. Oh, das gibt's nicht, Leute. Habt ihr das auch gesehen? Und... Er hat sich wieder... Brixy? Jimmy, was machst du denn hier? Gar nichts. Ich habe eine kurze Frage. Jimmy, also... sag mal, findest du es ein bisschen gewachsen oder so vielleicht manchmal? Oder täusche ich mich nur? Nein, wie soll er denn gewachsen sein? Er ist doch noch ein Baby. Ja, aber... Also ich könnte schwören, ich habe eben gesehen, wie er auf einmal groß geworden ist. So richtig groß, so groß wie wir. Aha, Lumi, lass mich raten. Hast du wieder Pilze gesucht? Ja, ich habe auch... Also, ich habe keine gefunden, aber dafür hatte ich eine Blume gefunden. Und die war ziemlich lecker, muss ich sagen. Lumi, du sollst doch keine Blumen essen. Das war aber nur... Hause. Das war doch nur Löwenzahn, den kann man doch... Mann, Leute, habt ihr das auch gesehen oder habe ich mich verguckt? Ich könnte schwören, Jimmy ist einfach groß geworden. Wenn ihr das auch gesehen habt, dann lasst auf jeden Fall jetzt mal ein Like da, damit ich weiß, dass ich mich nicht verguckt habe. Also Leute, liked schnell das Video, wenn ihr es auch gesehen habt. 3, 2, 1. Okay. Ich merke schon, ihr habt das auch gesehen. Naja, vielleicht haben wir einfach alle ein bisschen schlechte Augen, Leute. Aber... Vielleicht verheimlicht mir Jimmy ja auch etwas und er hat ein Geheimnis von mir. Und, naja, ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken. Leute, vielleicht sollte ich mich erstmal ausruhen gehen. Und vielleicht hat Brixy recht. Ich sollte vielleicht wirklich keine Blumen mehr essen, die ich gar nicht kenne. Naja. Oh Mann, Leute. Es ist jetzt schon richtig dunkel und ich sitze die ganze Zeit hier auf meinem Bett und mach mir Gedanken. Das geht mir einfach nicht aus dem Kopf, dass Jimmy vorhin groß geworden ist. Es scheint so, als hätte er Geheimnisse vor mir. Leute, ich kann das einfach nicht auf mir sitzen lassen. Oh, schaut mal. Mittlerweile ist es auch schon ganz dunkel draußen. Vielleicht muss ich nochmal in sein Haus schleichen und mir das angucken. Ich will unbedingt herausfinden, was Jimmy da drüben macht. Schaut mal, der springt da einfach auf der Stelle rum. Der Junge ist ganz komisch. Irgendwas verheimlicht er mir. Ich sag's euch, Leute. Ich muss irgendwie warten, dass er sein Haus verlässt. Ich muss mir das anschauen. Das kann nicht sein, dass er auf einmal einfach groß geworden ist und jetzt wieder klein ist. Schaut mal, er geht aus dem Haus. Es ist so spät, was macht er um diese Uhrzeit draußen? Er ist doch noch so klein, Leute, mein kleiner Bruder. Oh, was macht er da? Er geht zu Brixy? Was macht er bei Brixy, Leute? Was stimmt da denn nicht? Die beiden haben irgendwas vor, Leute. Wo gehen die hin? Denkt ihr, die beiden stecken etwa unter einer Decke? Ich werde das jetzt ausnutzen. Ich werde jetzt in Jimmys Haus gehen und mir alles ganz genau anschauen, Leute. Oh, jetzt, wo die beiden sowieso nicht zu Hause sind, kann ich mich doch in sein Haus reinschleichen. Was werde ich hier finden, Jimmy, hä? Was verheimlichst du mir, du kleiner Spitz...
Bube, was ist das denn da hinten, Leute? Wartet mal. Irgendwas riecht ja auch ganz komisch. Das riecht nach Hanna, ihrem Parfüm von meiner Freundin. Ich schwöre, das riecht genau nach ihrem Parfüm hier. Aber von wo kommt das denn? Das kommt irgendwo von da unten. Was ist das? Ist das etwa ein geheimer Raum? Und warum scheint der lila zu sein? Leute, ich werde mir das jetzt anschauen. Was verheimlichst du mir, kleiner Bruder? Okay, wo es immer dahin geht, ich werde da jetzt runtergehen. So, und zumachen, dass auch ja nichts auf... Was ist denn hier los? Hier ist ja alles pink und... Hanna ist die Beste? Was? Ich liebe Hanna? 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 Überall Hanna? Da auch? Das sind Anziehsachen von Hanna. Oh, Leute, sagt mir nicht, dass mein kleiner Bruder etwa besessen ist von meiner Freundin Hanna. Er hat sich hier einen Raum eingerichtet, der ist komplett in ihrer Farbe. Ein Bett, alles ist pink und überall sind so komische Hanna-Schilder. Soll das etwa heißen, dass mein kleiner Bruder in Hanna verliebt ist? Oh nein, oh nein, oh nein, kleiner Bruder, was verheimlichst du mir hier? Das gibt's nicht, erst wird er groß... Jetzt hat er hier einen geheimen Raum, wo alles vollgeschrieben ist mit Hanna? Okay, okay, Jimmy. Du bist also ein kleiner Verbrecher und verheimlichst mir deine Sache. Okay, oh, wenn ich das Braxy erzählen werde, der wird das gar nicht glauben. Oh, oh nein, oh nein. Leute, ich muss das jetzt unbedingt... Nein, die sind wieder da. Oh nein, nein. Die wollen hier rein. Oh nein, ich muss mich verstecken, Leute, schnell. Oh nein, das ist jetzt wirklich der schlechteste Zeitpunkt. Oh, kommen die überhaupt hier rein? Macht's gut, Braxy. Bis morgen. Okay, viel Spaß, Jimmy, noch. Ich hast du Hanna gesehen? Nee, warum? Ach, Mann, alles gut, nur so. Ich hab was vergessen bei ihr. Nee, alles gut, ich gehe nach Hause. Tschüss. Ciao. Was geht hier vor sich, Leute? Oh nein, er kommt rein. Ach, arme Hanna. Ich vermisse dich echt. Wärst du nur hier und nicht bei Lumi, ey. Du passt viel besser zu mir. Ich muss erstmal wieder zu meinem Altar gehen. Ich will, dass sich Hanna da nämlich frage, ob sie mich heiraten will. Will er jetzt etwa runter? Er will runterkommen. Was mache ich jetzt? Ich muss mich irgendwie verstecken. Leute, ich werde mich da drin einfach als diese komische Rüstung da tarnen. Oh, er kommt runter, schnell, schnell, schnell. Und da rein, schnell. Leute, ich habe mich jetzt versteckt. Oh. Er riecht so gut. Hannas Parfüm ist echt schwierig zu kriegen. Man muss sich irgendwelche Kissen da klauen. Och Mann, arme Hanna. Eines Tages kommst du her und ich werde dich heiraten. Was? Er will sie heiraten. Leute, er ist ja förmlich besessen von ihr. Oh Mann, das ist ja krank. Was für Geheimnisse hat mein kleiner Bruder denn nur? Oh nein, ich muss ihn weiter belauschen, Leute. Ich werde erstmal schlafen gehen. Ich bin müde. Soll ich heute Nacht hier bei Hanna schlafen? Vielleicht träume ich dann von ihr. Das ist eine gute Idee. Ich leg mich hier schlafen. Gute Nacht. Leute. Er sagt, er will von ihr träumen. Oh, er ist doch krank, der kleine Junge. Er hat sich jetzt schlafen gelegt. Das ist mein perfekter Zeitpunkt, um hier... Oh, ich hoffe, er hört das nicht. Oh, Leute. Oh, jetzt bloß nichts mehr raus hier. Oh, schnell, schnell, schnell. Das klingt, als würde er schlafen, Gott sei Dank. Oh, Mann. An was zur Hölle hat Braxy eigentlich damit zu tun? Den werde ich auch noch ausfragen. Hä? Lumi, was war's? Hallo, Lumi. Ich bin gar nicht da, Braxy. Es ist schon ziemlich spät. Was machst du überhaupt noch wach, wenn ich fragen darf, hä? Ich konnte nicht schlafen. Was hast du bei Jimmy gemacht? Gar nichts. Ich hab ihn Lumi? Ich hab ihn nur gute Nacht gewünscht und ihn zugedeckt. Immer wenn du lügst, stotterst du, sag schon. Ich stotter. Aber gar nicht. Und jetzt, wir sehen uns morgen. Tschüss. Oh Mann.
Oh, das war echt knapp, Mann, Leute. Oh, wir sollten uns jetzt lieber schlafen legen. Oh, Mann. Hä? Wartet mal! Was war das? Habt ihr auch den Knall gehört? Hä? Was passiert da draußen? Hä? Was zur... Hä? Jimmy, was... Was macht der da? Hä? Na, Odi, das hast du davon! So, weg mit deinem Haus! Hä? Wow! Hä? Jimmy, was machst du da? Hast du da Zauberkräfte? Nein, ich hab keine Zauberkräfte. Tschüss! War das ein Tornado? Was zur Hölle geht hier vor sich? Und was ist mit Odi seinem Haus passiert? Hä? Habt ihr das gesehen? Jimmy hat irgendwelche komischen Meteoriten vom Himmel fallen lassen. Hä? Hä? Jimmy, bleib sofort stehen. Jimmy, was zur Hölle ging da vor sich? Jimmy, was... Herr Swindelumi, das hatte ich nichts anzugehen. Nein, du hattest... Was? Aua, was hast du getan? Hier brennt alles. Aua. Schnell ins Wasser. Leute, Jimmy hat irgendwelche verbotenen Zauberkräfte. Oh nein, mein Bruder ist verrückt. Oh, Jimmy, halt Abstand. Swindelumi, ich will nichts von dir wissen. Das hast du nie gesehen. Oh nein. Er hat irgendwelche verbotenen Zauberkräfte. Ich muss sofort hier weg. Leute, irgendwas stimmt nicht mit meinem Bruder. Wie viele Geheimnisse hat er denn noch? Hier kommt noch ein Tornado. Wow! Ach du heiliger Bimbam. Jimmy, tu das nicht. Ja. Ich bin dein Bruder. Hör auf damit. Verschwinde. Aber sprich mir, dass du das niemandem sagst. Jimmy, ich bin doch dein Bruder. Ich werde es niemandem verraten, aber du musst ehrlich zu mir sein. Ich habe jetzt schon einige Geheimnisse von dir rausgefunden. Was hast du? Das, aua! Jetzt reicht. Mir ist kalt. Mir ist so kalt. Was hast du getan? Was für dunkle Zauberkräfte besitzt du und woher? Das sage ich dir nicht, Lumi. Woher weißt du von meinen Geheimnissen? Ich muss dir, glaube ich, mal zeigen, was ich alles kann. Nein. Du glaubst mir wohl nicht, ne? Doch, du wirst sehen. Hä? Ich glaub dir doch. Aua! Leute, ich bin bei mir zu Hause aufgewacht. Ich glaube, ich bin gestorben. Ich wurde umgebracht von ganz vielen Pfeilen. Oh, Jimmy hat irgendwelche dunklen Zauberkräfte. Leute, erst konnte er sich groß machen. Dann hat er einen komischen Hanna-Keller. Dann hat er auch noch Zauberkräfte. Mann, der Junge hat so viele verbotene Geheimnisse. Das gibt's doch nicht. Leute, Jimmy ist kein normaler kleiner Bruder. Er scheint jemand ganz Besonderes zu sein. Oh nein, ich muss ihm weiter auf der Spur bleiben. Auch wenn er mir nicht zeigen wollte, was er da in der Hand hatte. Das sah aus wie ein Zauberstab. Oder was habt ihr gesehen, Leute? Wenn ihr das auch gesehen habt, dann lasst unbedingt mal jetzt ein Abo da. Dann weiß ich, ihr habt das auch gesehen. Kommt schon, Leute. Aber... ich glaube, ich werde davon Brexy erzählen gehen. Ich muss das irgendjemandem anvertrauen. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Brexy, bist du zu Hause? Hallo? Brexy? Hallo, Mi. Hier drüben. Wo bist du? Hier, wo bist du denn? Ah, da bist du ja. Brexy, wir müssen unbedingt reden. Ist ja auch egal, Lumi. Geh nach Hause einfach. Nein, aber ich... Jimmy? Wie sieht der aus? Warum hat der einen Anzug an? Brexy, genau das wollte ich dir sagen. Jimmy ist extrem komisch. Er hat sogar... Ah, egal. Erzähl ich dir später. Wir müssen ihm hinterher. Ja! Nein, er lebt sich doch nur aus. Er ist in der Pubertät. Nein! Er hat einen komischen Anzug an, wie als wäre er ein Auftragskiller oder sowas. Oh, Lumi, komm mit jetzt. Nein, ich werde mir das anschauen. Seht ihr das, Leute? Er hat irgendeinen komischen Anzug an. Oh, oh Mann.
Piu, 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 piu. Leute, warum hat der einen Anzug an? Und warum hat Braxy mich versucht davon abzuhalten, dass ich... Braxy, ich werde mir das jetzt anschauen gehen. Wir sehen uns später, ja? Hallo, Lumi, du machst dir zu viele Gedanken. Ja, weil du mit ihm unter einer Decke steckst. Ich weiß es. Leute, ich muss mir das anschauen. Er hat einfach zu viele Geheimnisse, mein kleiner Bruder. Was macht der da nur? Piu, piu, ich bin Superagent, hihi. Oh, ich glaube, hier vorne ist auch so mein Super-Duper-Versteck. Wie war das Passwort nochmal? Ach, verdammt. 1 für Zimmy. Nochmal eine 1 für Zimmy. Und weil Lumi mein Bruder ist, 2 mal die 2. Ja! Warte mal, wo ist er hin? Leute, er hat irgendeinen geheimen Code eingegeben. Nein, das glaube ich nicht. Was zur Hölle ist da vorne? Das müssen wir uns anschauen gehen. Schaut mal. Da ist irgendein geheimer Code. Und eine verstärkte Tür. Die ist unzerstörbar. Man muss erst diesen Code eingeben. Oh, ich muss mir das anschauen. Was versteckst du da unten, Jimmy? Oh, er hat so viele Geheimnisse von mir, Leute. Aber ich muss erst irgendeinen Code eingeben. Erinnert ihr euch, welchen Code er eingegeben hat, Leute? Wenn ja, ihr müsst jetzt alle den Code in die Kommentare schreiben, weil ich habe ihn vergessen. Also, Leute, ich brauche jetzt eure Hilfe. Deshalb, Leute, schreibt ihn jetzt in die Kommentare. Kommt schon, bitte. Was? 1122 sagt ihr alle? Seid ihr euch sicher? 112... Oh, es hat funktioniert, Leute! Wow! Okay, was versteckst du da unten, Jimmy? Oh Mann, wann kommen denn endlich die Aufträge rein? Oh, ich will endlich mein Agenten-Handy rausholen. Oh. Leute, guckt mal. Jimmy sitzt da vor 3 Bildschirmen. Er hat sich irgendwie hier ein kleines Hauptquartier eingebaut. Und was sehe ich da auf den Bildschirmen? Er hat da irgendwelche Kameras auf. Ach, komm schon, Lumi. Wann bist du endlich daheim? Ach, komm schon. Irgendwas Interessantes muss doch heute bei dir passieren. Oh, wartet mal, das sieht so aus, als hätte er Kameras in meinem Haus platziert, Leute. Ich fass es nicht. Er spioniert mich einfach aus. Mein eigener kleiner Bruder spioniert mich aus. Leute, das muss ich mir angucken. Oh, oh, oh. Oh nein, meint ihr, er hat mich gesehen, Leute? Oh nein, ich muss mir das irgendwie anschauen. Wie verstecke ich mich denn jetzt hier nur am besten? Meint er wird es sehen, wenn ich mich hier hinter die Ecke schleiche und mich hier hinlege? Oh Mann. Oh, da hat sich was getan bei Lumis Haus. Ich glaube, er kommt gleich wieder. Ach Mann, es ist nur Braxy. Ach Mann, der soll weg von dem Garten gehen. Ach Mann, ich habe gar keine Lust mehr. Für heute war's das. Dann soll der Monitor einfach da bleiben. Ich gehe. Oh, das war knapp, Leute. Er ist rausgegangen. Das heißt, jetzt kann ich mich hier alles anschauen. Ich gucke jetzt hier in den Monitor rein. Was hast du hier, du kleiner Rabauke? Er hat wirklich eine Kamera. Wollen wir da mal reinschauen, Leute? Das ist ja eine Kamera in meinem Haus. Schaut mal, er hat eine Kamera in meinem Haus platziert. Er spioniert mich also aus. Oh Leute, ich fass es nicht. Mein kleiner Bruder scheint ein Geheimagent oder sowas zu sein. Ich wusste, er hat noch mehr Geheimnisse. Er kann sich groß machen, ist in Hannah verliebt, hat Superkräfte, ist ein Geheimagent. Was kommt als nächstes? Mann, oh Mann, ich muss jetzt erstmal hier irgendwie rauskommen, Leute. Oh Mann. Okay, Leute, ich bin jetzt raus aus diesem komischen Raum. Ich glaube... Oh Mann, ich werde mir jetzt... wartet mal. Jimmy ist da. Er ist hier. Zusammen mit Braxy. Was machen die beiden Leute? Warte mal. Das ist ja super niedlich. Na klar, ich bin James Bond. Du siehst so gut aus, Mann. Ich wünschte, du wärst mein Bruder. Ich weiß. Ich will auch lieber dein Bruder sein. Du bist voll cool. Was? Komm mit rein. Warte mal, hat Jimmy gerade gesagt, er wünschte sich, dass Braxy sein Bruder wäre? Aber er ist doch mein Bruder, Leute. Das kann nicht sein. Warum sagt er sowas? Ich werde die beide weiterhin belauschen. Das gibt's doch nicht. Ich mag's mit dir abzuhängen. Meinst du,
Meinst du, ich kann dich adoptieren? Also, Blumi hat das auch gemacht. Vielleicht geht das auch beim Tier. Aber wie erklären wir das denn, Blumi? Wir sagen einfach, dass du mein richtiger Bruder bist. Was? Okay. Das könnt ihr doch nicht machen. Er verheimlicht mir das also auch noch, dass er gar nicht mein kleiner Bruder sein will, sondern lieber zu Braxy möchte. Warum sagt er mir das nicht einfach? Warum verheimlicht er mir alles? Oh Mann, Leute. Mein kleiner Bruder hat so viele Geheimnisse. Das gibt's doch nicht. Mann, ich bin so enttäuscht. Ich dachte, er ist mein Bruder. Und er hat mir die ganze Zeit alles verheimlicht. Und Braxy wusste auch noch davon. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Hättet ihr gedacht, dass mein kleiner Bruder so viele Geheimnisse hat? Oh Mann, ich muss das jetzt alles erstmal verarbeiten. Wenn euch das Video aber gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und checkt natürlich meine Freunde ab. Und bevor ihr geht, drückt doch auf das Video neben meinem Kopf drauf. Das ist auch echt cool. Schaut es euch an. Und jetzt, tschüss.